Eine Sensation vor Gericht, finden manche. Ein Grund zum Rücktritt für Markus Söder, sagen einige. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass die Ausgangssperren in Bayern verfassungswidrig, weil unverhältnismäßig waren. Lasst uns mal genauer betrachten, worauf diese Entscheidung beruht und wie es sein kann, dass die vorherigen Entscheidungen im Eilverfahren noch anders ausgesehen haben. Und daran kann man vielleicht auch besser abwägen, wie groß jetzt die politische Schuld von der Staatsregierung und Markus Söder ist. Zunächst einmal, in einem einstweiligen Verfügungsverfahren kamen alle Gerichte bisher zu der Entscheidung, dass die bayerischen Maßnahmen nicht aufgehalten werden sollen, also zunächst einmal bestehen durften. Sowohl die bayerischen Verwaltungsgerichte als auch das Bundesverfassungsgericht, was auch über dieses Gesetz entschieden hatte. Jetzt aber im Hauptsacheverfahren wird ein anderer Maßstab angelegt. Zu diesem Zeitpunkt weiß man vielleicht auch mehr über die Erkrankung und kann im Nachhinein vielleicht auch etwas sorgfältiger abwägen. Im Eilverfahren, und das ist wichtig, dass man sich das betrachtet, wird nicht einfach nur schneller und summarisch entschieden, sondern man vergleicht zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, ich tue nichts, ich lasse die Verfügung bestehen und später stellt sich heraus, dass die Verfügung unwirksam war. Das ist das Szenario, was wir jetzt haben. Also das erste Szenario ist, ich verbiete nicht die Maßnahmen, sondern lasse sie durchlaufen. Das andere Szenario ist, ich mache eine einstweilige Anordnung und verbiete die Anordnung der Staatsregierung und später stellt sich heraus, dass sie wirksam gewesen wäre. Was von den beiden Sachen ist schlimmer? Und da betrachtet man die jeweiligen Rechtsgüter, nämlich auf der einen Seite den Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite die individuellen Rechtsgüter. Und in diesen Eilentscheidungen haben die Verwaltungsgerichte im letzten Jahr fast immer entschieden, dass die Gefahr für den Gesundheitsschutz höher wiegt als das individuelle Interesse. Und dabei haben die Gerichte zwar auch betrachtet, wird die Entscheidung im Hauptsacheverfahren durchgehen oder nicht, aber man hat eben gesehen, selbst wenn im Hauptsacheverfahren die Sache offen ist, ist die Gefahr für den Gesundheitsschutz höher. Denn hätte man die Verfügung, die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgehoben und später hätte man festgestellt, sie war wirksam, dann wäre natürlich das Risiko für die Gesundheit höher gewesen als im umgekehrten Fall. Und das ist der Grund, warum die Entscheidungen im Eilverfahren nachvollziehbar sind und die Hauptsacheentscheidung trotzdem. Tja, normalerweise läuft das anders. Normalerweise macht man diese summarische Entscheidung und sagt, naja, wenn wir schon jetzt im Eilverfahren sehen, dass die Hauptsache erfolgreich sein wird, wie eben hier, weil die Regelung verfassungswidrig ist, dann würde man das natürlich auch im Eilverfahren sehen. Aber das war hier nicht der Fall. Und jetzt schauen wir uns die materielle Rechtslage an, also die Prüfung, warum kam der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zum Ergebnis, dass das hier verfassungswidrig unverhältnismäßig sein soll. Bei allen Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken, macht man eine Abwägung nach dem Schema, wie es hier in der Wand steht, nämlich die Verhältnismäßigkeitsprüfung besteht in der Prüfung von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit bzw. Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Die Geeignetheit, das war hier nicht das Problem, das ist die Frage, ist die Maßnahme überhaupt geeignet, das angestrebte Ziel, nämlich Gesundheitsschutz, zu fördern? Und da wird man sagen, jede Maßnahme, die dazu führt, dass jemand zu Hause bleibt, ist zunächst einmal geeignet. Also insofern war die Ausgangsbeschränkung eine geeignete Maßnahme. Schwieriger, und daran scheiterte es hier, war die Erforderlichkeitsprüfung. Erforderlich ist eine Maßnahme nur dann, wenn es kein anderes, milderes Mittel gibt, was genauso erfolgreich ist. Und hier hat man festgestellt, zumindest im Nachhinein, dass es andere Maßnahmen gegeben hätte, nämlich Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Diese wären weniger einschneidend gewesen und hätten den gleichen Effekt erzielt. Das sah die Staatsregierung im Verfahren anders und das ist eine Argumentation, der man vielleicht auch durchaus hätte folgen können, denn die Argumentation kann sein, alles, was Kontakte reduziert, nämlich auch den Quellverkehr, Bewegungen auf der Straße, schränkt die Mobilität ein. Aus virologischer Sicht könnte man durchaus sagen, dass auch diese Maßnahme erstens geeignet und auch erforderlich war, weil andere Maßnahmen nicht genauso gut funktioniert oder nicht gut hätten überwacht werden können. Das war auch ein Kriterium, was die Richter kritisch gesehen haben. Hier aber kam man zu dem Ergebnis, dass es andere, weniger einschneidende Maßnahmen gegeben hätte und deswegen war die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. Auf die Angemessenheit, also die dritte Prüfung, nämlich die Abwägung der Grundrechte, darauf kam es im Ergebnis nicht mehr an. Nun, jetzt kann man sich politisch fragen, hat Herr Söder Schuld auf sich geladen? Muss er deswegen zurücktreten? Hat er es gut gemeint? Kommt es darauf an? Hätte er das besser betrachten können? Nun, man hätte durchaus natürlich im Nachhinein sagen können, bei einer so eingreifenden Maßnahme hätten wir nicht noch andere Ideen gehabt.
Aber die Stimmung damals, März 2020, war so, dass man gesagt hat, wir machen alles, was irgendwie denkbar ist. Das war eine politische Raison. Da kann man durchaus auch zu dem Ergebnis kommen, dass es geboten gewesen wäre, für einen Politiker genau nachzudenken, bevor man so einschneidende Maßnahmen ergreift, oder andererseits zu sagen, das Volk hat das so gewollt. Das ist eine politische, keine juristische Frage. Haftet der Staat dafür? Ja, er haftet für rechtswidrige Maßnahmen. Es gibt Staatshaftungsansprüche. Bußgelder können auf Grundlage einer verfassungswidrigen Verordnung natürlich nicht ergehen. Kann man Herrn Söder persönlich zur Verantwortung ziehen oder andere Fachminister? Das wiederum ist eher unwahrscheinlich. Die persönliche Haftung für Entscheidungen, die sich später als falsch herausstellen, ist keine juristische Frage. Nur in den allerwenigsten Fällen gibt es einen solchen Anspruch, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die versuchen, so etwas durchzusetzen. Politiker haben ziemlich viele Freiheiten, nicht um beliebig willkürlich etwas zu entscheiden, aber wenn sie im guten Glauben gehandelt haben, dass sie das rechtmäßige Ziel verfolgen, wird sich schwerlich eine grobe Fahrlässigkeit oder gar ein Vorsatz nachweisen lassen, der für einen Staatshaftungsanspruch nötig wäre. Insofern, ja, da wurde ein Fehler gemacht, man hätte ihn auch vorhersehen können, aber die wenigsten haben es getan.